Herr Präsident, meine Damen und Herren, das war ja ein Konvolut von Buchstaben und Sätzen und schlechtem Gewissen und Koalition gegeneinander. In dem Punkt aber für die Beamten ist es Ihnen ja bisher nicht gelungen, das produktiv zu machen, also das Gegeneinander. Ich frage, wo stehen wir und wo steht die Koalition im Umgang mit den Forderungen der Beamten? Ende letzten Jahres waren die Initiatoren erst im Innenausschuss und final dann im Hauptausschuss. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch eine eindrückliche Erfahrung mit dem Berliner Parlament war. Die Volksinitiative fordert eine deutlich schnellere Angleichung der Berliner an die Besoldung der anderen Bundesländer. Ein Versprechen, das der damalige Innensenator Körting mit dem Auslaufen des Solidarpaktes gegeben hat, ein nicht eingehaltenes Versprechen und ein Nachvollzug des Berliner Weges im Umgang mit den Angestellten des Landes. Es geht also um das Schließen einer Gerechtigkeitslücke und es geht um einen zukunftsfähigen öffentlichen Dienst. Und ja, es geht auch um eine erkennbare Bilanz, um eine erkennbare Balance von Investitionen im weitesten Sinne und Haushaltswahrheit. Was brauchen wir in Berlin? Gutes und motiviertes Personal vielleicht, das sich wertgeschätzt fühlt und sich auch deshalb den deutlich gestiegenen Anforderungen an den öffentlichen Dienst stellt. Und auch Beschäftigte, die über einen längeren Zeitraum, wie das schon jetzt ganz oft der Fall ist, die Arbeit einer unbesetzten Stelle mitmachen, so gut es eben geht. Ich finde, die Beamten fragen sich berechtigt, warum sie mit der Höhe ihrer Besoldung an den Verbesserungen der finanziellen Situation des Landes Berlin, also Überschüsse seit 2012, nicht angemessen beteiligt werden. Mit dem Doppelhaushalt hat die Koalition sich nun abschließend für diese Legislaturperiode entschieden. Die Berliner Beamten werden noch 13 Jahre warten müssen, ehe sie sich im Durchschnitt der Besoldung der anderen Bundesländer wiederfinden. Und das, genau das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, finde ich erklärungsbedürftig. Lässt sich so eine hohe Qualität der Leistungserbringung im öffentlichen Dienst aufrechterhalten, werden mit dieser Entscheidung nicht noch mehr Stellen unbesetzt bleiben, worauf sich der Druck auf die Beschäftigten weiter erhöhen wird. Die Debatte um die Servicequalität der Bürgerämter steht symptomatisch dafür. Ein funktionierender Plan sieht anders aus. Und alle reden von der Notwendigkeit von gutem Personal und von ausreichendem Personal, also von Personal in ausreichender Zahl. Die notwendige Entscheidung dafür treffen sie aber nicht. Ja, viele davon sind inzwischen nicht mehr trivial und einfach zu realisieren, aber dem eigenen Schönreden irgendwann zu erliegen, ist die deutlich schlechteste Variante. Und nochmal zur fehlenden Balance in der Koalition. Wie wäre es denn gewesen, ich mache mal einen konkreten Vorschlag, wenn man am Ende der Haushaltsberatung nicht diesen wahlkreiszentrierten Beglückungsversuch unternommen hätte und nochmal, ich glaube im Jahre 2016 78 Millionen und im Jahre 2017 142 Millionen ausgeschüttet hätte. Wie wäre es denn gewesen, wenn man diesen Betrag genommen hat, um in einen Aushandlungsprozess mit den Berliner Beamtinnen und Beamten einzutreten? Das ist doch ein dreistelliger, strukturell vorhandener Millionenbetrag, mit dem man einen Anfang machen könnte. Und ich finde, der nachträglich negative Befund an der Stelle ist, dass es niemanden gibt in dieser Koalition, der hier zu einem Umdenken und Umsteuern bereit und in der Lage ist. Weil das hat nicht nur Auswirkungen auf das Portemonnaie der Beamten, sondern auf die Qualität unseres Gemeinwesens. Und deshalb unterbreiten wir einen anderen Vorschlag. Wir stellen noch heute unseren Antrag noch mal zur Abstimmung, der sagt, 1% auf die durchschnittliche Besoldungserhöhung der anderen Bundesländer aufzuschlagen, damit einen viel, viel schnelleren Anpassungszeitraum. Ja, auch damit fängt das schöne und sorgenfreie Leben nicht sofort an. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlich schnellerer Anpassungsprozess und einer, der sich den Herausforderungen in Berlin, nämlich beides zu tun, die Konsolidierung nicht aus dem Blick zu nehmen und aber die Gerechtigkeitslücke für die Beamten zu beginnen, vertretbar zu schließen, stellt. Und ich verweise im dritten Punkt darauf, dass wir ein Personalentwicklungskonzept vorgelegt haben, das den Namen auch verdient. Und nur diese drei Dinge zusammen werden Berlin weiterbringen. Und genau das versagen Sie an diesem Punkt der Stadt.